irgendwie, das Studium ist voll an mir vorbeigegangen. Ich habe jetzt vielleicht nicht so gute Noten geschrieben. Ich habe keinerlei Praktika gemacht. Ich ärgere mich total. Ich weiß eigentlich gar nicht, was ich die letzten Jahre gemacht habe. Ich habe niemanden dabei, der gemeint hat, es hat sich total gelohnt, quasi das Studium schleifen zu lassen, die Praktika schleifen zu lassen und die ganze Zeit nur Party zu machen. Hallo, David hier. Heute mal mit einem kleinen Denkanstoß. Das Video wird jetzt vielleicht nicht den allerheftigsten, durchdachtesten Contentplan haben mit einer ganz genauen Schritt-für-Schritt-Anleitung. Aber wenn ich einfach einem von euch dabei helfen kann, quasi sein BWL-Studium mit mehr Erfolg zu absolvieren, dann hat mir das schon gereicht. Ich war gerade hier im Bahnhofsviertel bei einem Interview und habe mir gedacht, ich nehme es einfach hier kurz unter der Kulisse dieses Video auf, auch wenn ich hier gerade vielleicht ein bisschen komisch dastehen sollte. Es soll gehen um, sag ich mal, den einen Fehler, den du als BWL-Student auf keinen Fall machen solltest. Und der ist, nicht früh genug Verantwortung zu übernehmen. Was meine ich damit? Ich merke es zum Beispiel, habe ich jetzt erst am Montagabend wieder gemerkt, wo ich mit einer Kundin telefoniert hatte, der ich gesagt habe, sie ist gerade am Anfang vom Studium und es geht darum, wie lernst du optimal fürs Studium. Und da habe ich zum Beispiel gesagt, der größte Fehler, den ich oft Leute machen sehe, den ich selber auch oft gemacht habe am Anfang, ist, man denkt so, ja, es wird schon irgendwie werden, ich mache einfach das genauso wie alle anderen. Ich feiere irgendwie am Anfang die ganze Zeit, die Uni ist noch nicht so kompliziert. Und dann im Endeffekt, ein, zwei Monate vor den Klausuren, fange ich halt an zu lernen, wie alle anderen auch, weil in der Schule hat das irgendwie auch gereicht. So. Und das ist halt ein Aspekt, in der Schule hat es immer gereicht. In der Schule habt ihr gesagt bekommen, bis dann und dann müsst ihr die und die Hausaufgaben machen, dann und dann ist die Klausur, dann hat man halt vor der Klausur ein bisschen was gelernt und gut war's. Jetzt im Studium ist die Sache ganz anders. Im Studium, natürlich gibt es am Ende vom Semester eine Klausur, aber ihr müsst anfangen, Verantwortung für eure eigene Zukunft zu übernehmen, so früh wie möglich und dann eben auch Sachen zu machen, die nicht alle anderen machen und auch Sachen zu machen, die eben nicht unbedingt von euch erfordert werden. Natürlich, wenn ihr immer nur diesen, sag ich mal, geradlinigen Strom mitnehmt, quasi, dass man am Ende vom Semester für die Klausuren lernt, dann da halbwegs gute Noten schreibt, irgendwie werdet ihr schon einen Job bekommen, sag ich mal so, aber ihr müsst aktiv in die Rolle gehen, euch um eure Zukunft Gedanken zu machen und diese Sachen wahrzunehmen, also Möglichkeiten wahrzunehmen und auch aktiv Veränderungen zu machen. Beispielsweise aktiv sich von Anfang an im Semester hinzusetzen und zu lernen. Ich weiß, für viele von euch ging jetzt vor 2 Wochen das Semester los. Frag dich mal, bist du schon komplett dabei? Bist du schon im Semester angekommen oder bist du gerade noch passiv irgendwie und lässt das Ganze auf dich zukommen? Hast du aktiv dir einen Plan gesetzt, was sind die nächsten Praktika, die du machen möchtest, oder lässt du das Ganze passiv auf dich zukommen und hoffst, dass das halt irgendwie für dich geregelt werden wird? Je älter du wirst, das habe ich zum Beispiel auch oft bei Kunden, die älter sind, die jetzt gerade am Ende vom Studium sind, die sagen, irgendwie, das Studium ist vor allem mir vorbeigegangen, ich habe jetzt vielleicht nicht so gute Noten geschrieben, ich habe keinerlei Praktika gemacht. Ich ärgere mich total. Ich weiß eigentlich gar nicht, was ich die letzten Jahre gemacht habe. Ich habe niemanden dabei, der gemeint hat, es hat sich total gelohnt, quasi das Studium schleifen zu lassen, die Praktika schleifen zu lassen und die ganze Zeit nur Party zu machen. Natürlich ist es wichtig, auch den Ausgleich zu finden. Es ist wichtig, auch mal Party zu machen, auch mal in Urlaub zu fliegen und so weiter. Aber was ich euch in diesem Video mitgeben möchte, ist, irgendwann seid ihr für euer eigenes, sag ich mal, Lebensglück, eure eigene Karriere komplett verantwortlich. Ja? Dann sind es nicht mehr eure Eltern, die euch sagen, studiert das, nicht mehr eure Lehrer, die euch sagen, macht die und die Hausaufgaben, sondern kommt so früh wie möglich in die, einfach von dem Mindset her, da hinein Verantwortung zu übernehmen. Weil was dann passiert, ihr seht eine viel höhere Motivation dabei, das zu machen, was ihr macht. Beispielsweise dann habt ihr auch eine Motivation, wenn du erkennst, okay, ich habe echt die Verantwortung über meine berufliche Zukunft. Das heißt, ich muss mich jetzt einfach hinsetzen und lernen. Ich muss mich jetzt einfach beispielsweise um das Thema Bewerbung kümmern. Ich muss jetzt mir einfach mal einen Plan überlegen, wo möchte ich zum Beispiel meine nächsten Praktika machen. Und das sehe ich halt, ich hoffe mal, ich kann diesen Punkt gut rüberbringen. Das ist halt ein Punkt, was ich bei vielen sehe, die, sage ich mal, nicht so ganz wissen, was sie machen wollen, dann vielleicht auch mit dem Studium unzufrieden sind und so weiter, weil sie eben das ganze Zeit passiv beachtet, irgendwie so passiv waren und sich halt nicht wirklich Gedanken darüber gemacht haben, wie sie aktiv vorgehen sollen, um ihr Leben in den Griff zu bekommen, um die Zukunft aktiv mitgestalten zu können. Nur mal ein Beispiel zu geben, wie du zum Beispiel jetzt aktiv werden kannst.
Beispiel. Wir veranstalten im November die Karrierestarter-Workshops für all diejenigen, die das Ziel haben, in die Strategieberatung und ins Investmentbanking zu gehen. In Frankfurt sind alle Plätze schon weg, weil sich Leute aktiv dazu entschieden haben, sie möchten sich den Vorsprung gegenüber den anderen Bewerbern sichern. In Köln am 16.11. haben wir noch ein paar freie Plätze. Falls du Lust hast, findest du zum Beispiel unten in der Videobeschreibung einen Link. Weil es ist immer so, es gibt Leute, die entscheiden sich aktiv dafür und die haben dann dir gegenüber einen Vorteil. Ja, du musst, irgendwann wird der Punkt sein, wo du durch passives Verhalten hoffen, dass sich irgendwie alles so ergeben wird und ja, du musst dir keine Gedanken machen über die Zukunft und so weiter. Das wird auch alles funktionieren. Irgendwann wird halt der Punkt sein, wo das nicht mehr so funktioniert. Vielleicht hat es in der Schule funktioniert, vielleicht hat es am Anfang vom Studium funktioniert, aber irgendwann wird halt der Punkt sein, dass die Leute, die eben aktiv die Sachen machen, sich aktiv einen Plan machen, aktiv in die Umsetzung kommen, dass die dir dann quasi deine Ziele, sag ich mal, ein bisschen wegschnappen. Und das möchte ich eben, dass du das verhinderst und eben nicht dann im 5., 6. Semester da sitzt, quasi irgendwie mit deinen Noten unzufrieden bist, irgendwie noch keine Praktika gemacht hast, weil du eben gedacht hast, es wird alles von alleine. Aber nein, du musst aktiv in die Umsetzung kommen. Beispielsweise dich aktiv zum Karrierestarter-Workshop anmelden. Aktiv vielleicht auch mal auf mich zugehen und sagen, David, kannst du mir vielleicht mal bei meinen Bewerbungen helfen? Dafür biete ich ein Beratungsgespräch an, kostenloses. Findest du auch unten in der Beschreibung. Oder du sagst aktiv, ich habe letzte Woche zum Beispiel ein Video hochgeladen über meine besten Apps. Ich habe Videos hochgeladen, wie ich meinen Tag strukturiere, dass du aktiv dir überlegst, wie gehe ich an dieses Semester heran und dass du dann die Verantwortung dafür übernimmst, die Sachen auch durchzuziehen. Ja? Es ist jetzt nicht so schwer, sag ich mal, in die Umsetzung zu kommen, aber du musst halt einfach durchziehen und dann zum Beispiel aktiv am Ende des Tages sich ein Journal zu führen, wo du immer aufschreibst, was habe ich heute gemacht. Allein sowas mal zu machen, würde dich unterscheiden zu den Leuten, die einfach den Tag immer so auf sich zukommen lassen, dann da passiv irgendwie vielleicht mal ein bisschen lernen und dann vielleicht sich ablenken lassen von dem und nehmen. Nein, du solltest dir wirklich aktive Ziele setzen. Ich hoffe, der Punkt ist rübergekommen. Es tut mir leid, falls ich vielleicht ein bisschen durcheinander geredet habe. Ich habe mir das jetzt nicht vorgeskriptet, sondern ich wollte euch einfach mal, weil ich finde, das ist ein wichtiger Tipp. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen so, dass man auch erstmal drüber nachdenken muss. Aber das ist halt etwas, was ich selbst auch jetzt so über das letzte Jahr erst so aktiv gemacht habe. Ja, davor habe ich immer gedacht, okay, es wird schon irgendwie, ja, ich werde schon irgendwie herausfinden, worauf ich Spaß habe. Ich werde schon irgendwie einen guten Job nach dem Studium finden. Und das sehe ich halt auch bei vielen anderen. Aber am Ende vom Studium wacht man dann halt auf und merkt so, okay, ich muss mich echt aktiv um meine Sachen kümmern. Und es gibt Leute, die haben sich halt früher aktiv darum gekümmert. Die haben dann zum Beispiel einen Master am MIT gemacht und arbeiten jetzt in der USA irgendwie an der Wall Street oder so. Hätte ich auch machen können, hätte ich mich aktiv darum gekümmert. Ich habe Sachen gemacht, da habe ich das quasi ein bisschen zu viel passiv schleifen lassen. Und deshalb möchte ich euch jetzt eben einfach einen Appell geben. Übernehmt Verantwortung für eure eigene Zukunft und geht aktiv an die Sachen ran. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen, hat dir gefallen, wenn es mal ein bisschen was anderes war. War vielleicht ein bisschen abstrakt. Falls es nicht gefallen hat, dann lass mich gerne wissen, falls es dir gefallen hat und ich vielleicht öfters mal so ein bisschen so ein Video mache, wo ich einfach mich irgendwo hinstelle, einfach mal über meine Gedanken mit euch teile, dann schreib es mir außerdem gerne in die Kommentare. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn du einen Daumen hoch lässt, unten mir unter dem Video deine Meinung zu dem, was ich gerade gesagt habe, schreibst. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, viele Grüße, dein David.